Bürgeramme, Herr Einwohneramme, schauen, dann ist der herrliche Tag, den wir heute verwünscht haben, hier auf unser schönes Dorf haben, gerade aus der Festhütte, die Fähne, die nebenzu im Wind flattern, herrlich ist es. Auch bei uns im Schloss oben hier, im schattigen Park auf der Terrasse. Natürlich, das Trinken dürfen wir nicht vergessen, auch das gehört dazu zu einem rechten Fest. Und wenn es auch nur Rossi ist oder von den feinen Brötchen, die uns der Christenmetzger parat gemacht hat, Prost miteinander und einen guten. Hochgeachtete Herren Regierungsräte, hochgeachteter Herr Staatsschreiber, verehrter Komitee, 1000 Jahre Önsingen, heißt er Sie zu unserem Jubiläumsfest von ganzem Herzen willkommen. Ich begrüße Sie auch im Namen der Gemeindebehörden. Die Anwesenheit der Vertreter der höchsten Regierungsbehörden bedeutet für uns eine ganz große Ehre, und ich entbiete einen besonderen Willkommen Regierungsräten Dr. Hans Erzer und Willi Ritscher und ihren Gemahlinnen, sowie Herrn Staatsschreiber Dr. Alfred Röteli und seiner Gattin. Ganz besonders herzlich begrüße ich unseren heutigen Gastgeber, Frau Professor Dr. Wackernagel und ihre Angehörigen, sowie Herr und Frau Rickenbach, die uns liebenswürdigerweise ihr Schloss für den heutigen Empfang zur Verfügung gestellt haben. Dafür danke ich Ihnen, gewiss auch in Ihrem Namen, recht herzlich. Ihnen verdanken wir es, wenn wir jetzt diese prächtige Aussicht genießen dürfen, und sicher beschleicht auch Sie ein besonderes Gefühl beim Gedanken, dass vor bereits 700 Jahren die damaligen Schlossherrschaften von hier oben den gleichen herrlichen Ausblick genossen haben, wie wir heute Morgen an diesem schönen Sommertag. Als äußeres, kleines, bescheidenes Zeichen der Dankbarkeit und Anerkennung überreichen wir jetzt aus zarter Hand den beiden Familien Wackernagel und Rickenbach ein kleiner Blumenstrauß. Thank you.
Thank you.